Da ist auf einmal ein neuer Megalodon dran. Das ist echt merkwürdig. Das Blut spritzt einfach, ne? Aber warum ist ein neuer Megalodon? Kann man ihn öfters töten? Ich weiß es nicht. Wir haben unseren ja besiegt. Hoffe ich doch. Naja. So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep. Beim letzten Mal hatten wir den Megalodon besiegt, erfolgreich. Und ja, wir waren kurz vor dem Ende und konnten uns nochmal hier auf diese Insel nochmal zurückretten. Ja. Und uns einigermaßen versorgen. Diese Insel ist aber tot, hier gibt es nichts wirklich, was man so machen kann. Hier hatte ich den Meatsmoker angeschmissen. Ja, wir brauchen was zu essen dringend und was zu trinken mehr. Da sollte ich jetzt nochmal aktiv werden. Ja, nochmal schnell. Und dann wollen wir mal gucken, wenn wir das haben soweit. Einigermaßen oben auf sind wieder. Dann. Huch, was mache ich? Nee, Quatsch. Dann mache ich, dann fahren wir zu einer anderen Insel hin. Und zwar die mit dem großen Wrack davor. Die man immer aus dem peripheren Blickfeld gesehen, gesehen hatte. Als wir auf dem Weg hierher gewesen sind. Nur weiß ich gar nicht mehr, wo die war. Ich gehe mal davon aus, wir werden es dann rausfinden noch. Wir kamen wohl offensichtlich dann direkt von dort. Hier sieht man gar nichts, ne? Ich muss auch sofort nachher gleich mal meine Karte aufmachen, wenn ich so einigermaßen versorgt bin. Damit ich aber mal gucken kann, wie es um mich steht, wo ich hier so bin. So, hier können wir mal schnell nochmal das weglooten hier. Genau. Ah, es ist echt eine tote Insel. Hier ist einfach gar nichts, ne? Das ist keine Wracks, kein nix. Einfach nur irgendwo und nirgendwo. Das ist die Insel. Da hätten sich das Wrack doch schon. Genau, und dann daneben die Insel. Da wollten wir auch noch mehr. Also brauche ich doch keine Karte aufmachen. Ganz kompliziert. Okay. Haben wir das schon mal geklärt soweit? Ich bin überlegen, ob ich meinen Popschutz, das hat schon ordentlich Popschutz, ranmachen soll. Ich habe jetzt hier aktuell noch meinen Windschutz über mein Mikrofon. Ich fand das bloß mit dem Popschutz, das ist immer so, das ist so spärlich. Das ist so groß einfach im Weg. Ich hatte damals auch immer einen Popschutz aufgenommen, aber ich, das ist sehr viel im Weg, finde ich dann einfach. Und da war ich am Überlegen, tatsächlich. Guck mal, das sind noch mehr von diesen Dingens. Warte mal, können wir mal ganz kurz. Jawohl. Ich weiß nicht, wir sollten vielleicht nochmal neue Speere herstellen. Aber ich glaube, wir müssen noch an Bord welche haben, tatsächlich. Mein externes Dings auf Dings. Okay, super. Hauptsache, wir verdursten erstmal nicht. Das ist schon mal, glaube ich, das Wichtigste an der ganzen Sache. Ah, da sollten auch noch welche sein. Komm. Ihr seid da reingeglinscht, aber trotzdem kriege ich euch. Naja, du nicht. Gut, ist halt so. Dilit Bings. Dilit Bings. So. Ah, guck mal, hier gibt es noch mehr von diesen Dingern. Das ist ja irre. Das ist ja echt irre. Haben wir uns wieder ein Seilchen zusammengeschnurrt. Und dabei der Umwelt keinen Gefallen getan. Friday for Future mäßig. Oh. Ja, ich weiß. Das ist doch gerade im Ofen. Bop, 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 bop. Und wahrscheinlich werde ich mich dann auch da nochmal vernünftig nochmal ein bisschen umsehen, hätte ich beinahe gesagt. Also hier, kann ich die damit auch abpacken? Nee. Das sind aber auch nur solche. Und ich brauche Lehm. Das sollte jetzt aber auch fertig sein, tatsächlich. Und ich droppe mal ganz kurz einen Shit hier hin. Was? Komm, hör auf zu labern jetzt, Mann. Dann droppen wir den Shit eben halt hier hin. So, komm, und jetzt droppen wir den Shit hin. Gut. Sehr gut. Wo ist meine Axt jetzt?
Ist jetzt nicht da unter begraben, oder? Das wäre ja. Boah, Alter, Fliege. Meine Axt ist weg komplett. Das kann doch nicht sein jetzt. Das ganze Shit wieder aufsammeln, alles. Ne, die ist hier nicht. Wo ist meine Axt denn hin? Ach, da. Okay, jetzt habe ich sie gesehen. Oh, Fliege. Fliegt woanders hin und so. Nun ist sie wieder weg. Kann mir mal einer verraten, wo meine Axt jetzt schon wieder... Ey, diese Farmdinger, die liegen auch überall. Da, genau, da liegt meine Axt doch. Genau. Den Shit droppen wir wieder. Entschuldigung, wenn ich mich reingeblasen habe, aber mich nervt hier. So eine mini kleine Fliege fliegt genauso, genau vor mein Gesicht immer rum. Irre. Einfach irre. Unnötiger Shit. So, jetzt wollen wir was essen. Vorher kann das mal aus. So. Wie sieht's denn bei uns so aus? Durst, okay. Sollte ja nicht das ganze Problem sein jetzt hier. Ja, ja, jetzt sind wir wieder Hilti am Start. Okay, nice. Ja, jetzt healen wir wieder. Das ist doch klasse. So, da, jetzt können wir noch ein bisschen besser die Insel sehen. Da ist die Insel mit dem gigantischen Wrack vor. Sollen wir es jetzt wagen, hinzufahren? Wie sieht es denn aus mit Müdigkeit? Geht. Okay, dann los. Ich habe immer so Angst, dass ich dann irgendwie in der Zeit, wo ich dann mal ausmache, sich dann mal am nächsten Tag sich dann so ein Seeigel hin verehrt. Das ist natürlich auch, aber es ein Fehler ist, ne, dass die ganzen Segel noch... Lenken, 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 lenken. Warum lenkt er denn nicht? Lenken. Das war knapp. Die Haie sind jetzt bestimmt alle sauer, weil ich einen großen Bruder gekillt habe. Ja, die holen erstmal Notarzt für den großen Bruder. So. Und? Komm. Nun komm. Komm schon. Kommt schon, kommt schon. Alter, das nervt manchmal auch so ein bisschen, ne? Manchmal, jetzt haben wir es endlich. Volle Fahrt. Santiano und so. Das war diese felsige Insel, ne? Die beim Megalodon gewesen ist, genau. Da wollen wir aber jetzt nicht hin. Wir segeln zwei Inseln ab. Und zwar... Die sahen sehr reich nach Schätzen aus. Also reich an Schätzen. Und da wollen wir hin. Da hinten ist es schon. War es das mit dem Wrack da hinten? So, das müssen wir uns nicht mehr angucken, wie ich jetzt hier rüber segeln bin, glaube ich. Ich glaube, wir schalten gleich wieder rein. Bis gleich. So, wir sind angekommen auf dieser Insel. Da hätten wir diese Insel voller Wracks. Ich habe bloß eben gerade irgendwie die Befürchtung, dass wir schon mal gewesen sind. Was natürlich echt schlecht wäre. Und ich wollte hier eigentlich so sauber mit meinem Boot hier zwischen, und es hat doch nicht geklappt. Mal gucken. Ich hoffe nur nicht, dass ich in so einen scheiß Seeigel reintrete. Das wäre natürlich die absolute Katastrophe. Guck mal her, da liegen überall Kokosnüsse, Alter.
Oh ja. Hier war ich schon mal. Das war die allererste Insel aus der allerersten Folge, Leute. Ja gut, da kann ich erstmal speichern. Aber sind wir uns auch gewiss, da finden wir nichts in den Wracks. Oh mein Gott. Das Gute daran ist jetzt, wir werden hier nicht drauf gehen. Was haben wir denn hier noch so verstaut? Okay, cool. Lass mal die mitnehmen hier. Da sind noch mehr Wellbleche. Da habe ich die alle eingesammelt, was? Irre. Irre. Goodie. Ein bisschen schade, ne? Dass hier nichts Neues ist für uns. Ich muss ja sowieso gleich mal auf die Karte checken, ne? Was wir denn. Wo wir noch hinfahren könnten. Ich wollte mir jetzt nicht unbedingt den nächsten Gegner gleich irgendwie um Hals springen oder das muss ich jetzt nicht. Da hätten wir noch eine Insel voller Möglichkeiten. Warte mal, lass mal ganz kurz. Habe ich noch genügend davon? Ja. Gut. Und die packe ich jetzt alle hier rein. Ach, guck mal, hier ist ja unser. Genau, und dann hatte ich noch die Teile, hatte ich auch noch gehabt. Für den Kyroman, Pyrokopter. Ach, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Warte mal. Vorne wollte ich ja die Waffenteile haben, ne? Sehr schön. Ja, ich bräuchte auch nochmal die Kiste, glaube ich mal. Die müssen wir gleich nochmal ranholen hier. Gut. So sind wir zu unserer damaligen Insel gekommen, also zu unserer eigentlichen Insel. Jetzt habe ich natürlich vergessen, meine Lampe mitzunehmen. Unsere allererste Insel. Ja, witzig. Das Gute, hier haben wir, glaube ich, Smoker und alles dabei, ne? Hier haben wir Stöcker. Ohne Ende. Nehmen wir die mal so mit. Wie viel kann ich da mitnehmen? Ist doch geil. Oh, guck mal hier. Da ist noch mehr von diesen Wellblech-Dingens. Moment, kann ich die Box noch mitnehmen? Hatten wir hier. Wir hatten. Nee, hier haben wir nur. Hatten wir keinen Schmoker gehabt? Hier ist eine Kiste. Lass es dir mal mitnehmen. Geht nicht, schade. Nee, hier hatten wir keinen Schmoker. Das ist also doch nicht unsere allererste Insel, sondern muss unsere zweite Insel gewesen sein oder so. Und hier haben wir noch gar nichts. Okay, es wäre natürlich jetzt ein bisschen schöner, wenn es jetzt tags wäre, einfach, ne? Wir könnten uns ja gleich mal hinlegen. Und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt Bäume mitgenommen, ne? Richtig. Huch. Da ist nichts drin. Als ob. Warum musst du das Ding denn auch gleich in die Hand nehmen? Warum musst du das Ding auch gleich in die Hand nehmen? Na gut. Willst du mich verarschen oder was? Warum musst du das. Da haben wir das noch. Und das will ich noch mitnehmen. Was mache ich denn damit? Genau, damit mache ich das mit den Dings. Aber andersrum, warte mal, ich lasse es mal hier mit drinne. Weil. Wir sammeln jetzt den ganzen Shit einfach mal ein. Und wollen mal gucken, dass wir vielleicht den schon zusammenbauen können. Wäre ja was Geiles. Aber uns fehlt noch eine Spritstation tatsächlich, ne? Die müssen wir nochmal irgendwie. So. Was ist das noch?
Ist natürlich immer sehr unbefriedigend, wenn man irgendwie auf eine Insel ankommt und denkt, hey geil, wir haben was Neues entdeckt und haben wir doch nichts Neues entdeckt. Das ist echt unbefriedigend. Aber kann man nichts beimachen einfach, ne? So. Nehmen wir jetzt mal mit. Die kleinen Sticks lassen wir jetzt mal da liegen eben. Und Potatoes, ne? Ja. Kann man die so essen? Was ist das denn hier eigentlich? Was ist das denn? Yucca. Achso, nee, dann brauche ich die nicht. Warte mal. Schmeiß ich mal in den Müll. Sleep. Dann sleepen wir mal. Und gucken wir mal, wie es weitergeht gleich. Ach, herrje. Es ist keine Verbesserung in Sicht. Ach, herrje. Gut, dann warten wir mal, bis das Wetter auch gleich noch besser ist. Und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Erstmal safen wir den ganzen Shit mal ab. Und, ja. So, da sind wir auf dieser anderen Insel jetzt mal. Und tatsächlich muss ich feststellen, hier sind wir auch schon gewesen. Oh nein! Und ich habe es gerade noch im letzten Moment gesehen. Das ist echt problematisch. Wo finden wir jetzt so viel Pipi her? Scheiße. Hier ist noch eine Flare Gun. Vor allem, ich spring gerade ins Wasser. Und dann greift mich der Hai an, ne? Guck mal, hier ist noch eine Krabbe drin. Das Scheiß nehmen wir nicht mit. Haben wir noch Wasser drin? Oh nein, habe ich kein Wasser mehr drin. Haben wir überhaupt eine Palme hier noch auf dieser Insel? Ja. Das ist ja echt schlecht, ne? Da greift mich da auf einmal dieser Hai an. Das heißt, hier brauchen wir auch nicht mehr weiter zu gucken. Ach, guck mal, hier wollte ich mich auch mal breit machen. Da habe ich mir schon was hingestellt, tatsächlich. Oh, Leute. Also geht's weiter gleich. Die lange Suche nach was Neuem. Ich auf jeden Fall darf mir gleich mal gucken, dass ich mir... wie heißt das gleich? Genau das. Pipi finde. Oh, komm schon jetzt, Mann. Na komm, leg hin. Genau. So, gibt's nichts zu sehen bis jetzt, ne? Das ist das eben mal. Die Dinger sind alle abgedingstet wahrscheinlich. Da hätten das noch eine Insel mit irgendwas. Wo sind wir hier? Wir kamen von da. Ja, jetzt muss ich Pipi suchen. Da, nutzt ja nichts. Ich check nochmal kurz die Insel ab, ob hier vielleicht noch irgendetwas sein könnte. Was ich aber nicht glaube. Es ist schon ätzend, ne? Hier habe ich mich aber mal wirklich ausgetobt, ne? Es ist schon ätzend mit dieser scheiß Vergiftung tatsächlich. Ansonsten ist hier super gemütlich und sehr gechillt, das ganze Spiel. Ach, guck mal, diese Insel ist das. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Alter, was gibt es hier an... Die müssen wir mal alle wegpflücken, nochmal schnell. Das nützt ja alles nichts. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir jetzt wieder Pipi suchen, bevor wir sterben. Wir brauchen unbedingt Verbandszeugs, da wir am Bluten sind. Und Hup Hup. Ach, guck mal, hier sind meine misslückten Bootsteile noch. Ist schon interessant, was man hier auch so alles findet, ne? So, auf jeden Fall müssen wir gleich mal unser Bluten stillen. So. Oh, sieht gar nicht gut aus. Dehydrierung, Bluten und vergiftet. Ich glaube, wir sind des Todes. Oh, Freunde. Wenn jetzt hier mal ein Tropfen Wasser drin wäre. Genau, danke schön. Warte mal, vielleicht könnten wir nochmal... Ja, du mich auch? Echt nicht? Ah, gut, dann fahre ich einmal zum Boot. Ja. Haie schlafen ja zum Glück nachts.
Aber wirklich im letzten Moment, ne? Was ist das denn? Warum macht das, ne? Ach, ist schon ärgerlich alles. Es ist schon ärgerlich. Wow. Würdest du mir jetzt ernsthaft sagen, ich kann mich nicht mit dem Speer ausrüsten? War es ein Hai oder habe ich mich nur getäuscht? 20 Kilometer aus dem Wasser erstmal wieder rausschwimmen. Schmitten wir das dann mal weg. Genau, dann sind wir auch schon mit dem Speer ausgerüstet. Und wo ist mein Messer jetzt? Da. Ach, komm schon. Irgendwas Unwichtiges am Start. Nee, eigentlich nicht. Schmeißen wir das weg. Ich muss aber zur Insel, zum Boot. Das nutzt alles nichts. Ob Hai oder nicht Hai. Ich glaube, ich habe mich nur getäuscht. Aber der Hai ist da. Die Musik verändert sich. Tada. 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 Komm, auf jeden Fall können wir was gegen unser Bluten tun. Der Hai treibt sowieso immer unter unser Boot rum. Niemals geht er so weit, dass er... Oh, warte mal eben. Den möchte ich... Hallo! So. Den haben wir jetzt hier. Oh, wir haben einmal Pipi hier am Start. Einmal ist das schon mal gut. Das ist klasse. Da müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir weiterkommen gleich. Oh. So, Bleeding ist weg. Jetzt müssen wir vielleicht einen Zacken näher ranfahren, damit wir nicht vom Hai nochmal gefressen werden. Ja, du mich auch, du böser Hai. Du böser, böser Fisch. Wasser nützt alles nicht. Alter, jetzt sind aber viele Wracks, aber die habe ich mit Sicherheit schon alle abgecheckt, natürlich. Oh, habe ich mich erschrocken. Alexa, stopp! Alter, habe ich mich erschrocken, Leute. Oh, schnackt auf einmal das Ding mit mir, ey. Oh mein Gott. Habe ich mich verfährt. Jümmer jübbelig, so weg. Ob es vielleicht besser wäre, wenn wir jetzt zurück zu unseren Heimatbase fahren würden, um uns dann wieder... Nein, wäre es nicht. Wir brauchen immer noch Pipi. Aha. Also müssen wir weiter rumexperimentieren. Alter, habe ich mich erschrocken, ne? Diese scheiß Alexa-Dinge. Warum geht die auf einmal an? Na komm. Nun, ja. Und jetzt, und ja. So, wie schaut's aus? Ja, damit sollten wir auf jeden Fall ein bisschen reisen können. So, Leute, ich will mal ganz kurz gucken. Wo sind wir jetzt? Wir sind jetzt... Insel neben den Megalodon. Das hieße, wir könnten einmal rüber auf die... Da war nämlich eine Insel mit so einem Felsen dran. Mal gucken, ob wir da
fündig werden. Lass uns das versuchen. Die da wäre wo? Das ist jetzt nämlich die Superfrage, nämlich, ne? Die Frage des Jahrtausends. Sind von da gekommen. Dann müssten wir nach rechts fahren. Oh mein Gott, hoffentlich geht das flott. Na dann los. Hier gibt es nicht echt nochmal. Warte mal, wir könnten mir aber nochmal schnell so eine Flasche machen. Dann hätte ich das schon mal zumindest. Habe ich jetzt alles gepflückt schon? Nee, ne? Jo. Ja, ist ja gut, Leute. Ach, herrje. Hier finde ich gar nichts mehr. Gut, dann scheiß auf die Flasche. Fahren wir direkt los jetzt. Nützt nichts. Machen wir später die Flasche. Irgendwo anders. Denkt an all das Gold. Da 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 da. Milch und Honig fließt. Okay. Ja, wahrscheinlich wären wir da überhaupt schon gewesen. Müssen nach rechts fahren jetzt. Oh. Hallo? So, von dort sind wir gekommen, glaube ich. Dann müssen wir jetzt nach rechts abbiegen, genau. Und hoffentlich nicht, dass wir uns wieder irgendwo verheddern. Da ist eine Insel, aber das ist nicht die, die ich meine. Und da wäre noch eine Insel. Auch nicht die, die ich meine. Wir müssen weiter durch. Wenn wir wenigstens den Spot noch finden würden, ne? Mit den Megalodon, ne? Da wird das. Wir sind von da gekommen. Wir müssten eigentlich normalerweise, so wie ich das verstehe, gerade rüber segeln, aber da habe ich was verkehrt verstanden. Boah, die Insel ist aber klein hinten. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ach, das ist ein Reifen. Guck mal. Das ist schon witzig, ne? So, wenn wir da ankommen, liebe Leute, dann werdet ihr es als erstes erfahren. Wir machen Schluss für heute und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.